Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 68 vom 2. Oktober 2017. Wie immer an den Mikrofonen Philipp Banse und Ulf Burmeier. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ganz herzlich willkommen zu dieser Lage. Wir haben bei der Begrüßung zunächst mal noch einen Hinweis auf ein weiteres Format, das der Philipp seit vielen Jahren mit großer Freude und großem Erfolg betreibt, nämlich den Podcast Medienradio. Philipp, da haben wir jetzt eine neue Bekannte. Genau, da, der lag eine Weile brach, der Feed, tot ist er nicht, das war aber immer klar und ich hatte immer schon mal ein Format vor, nämlich nicht nur über Jugendliche zu reden, wie wir das ganz häufig ja auch hier machen, sondern auch mit Jugendlichen und da hat Chiara mitgeholfen, die Praktikantin bei uns in der Lage, die ihr ja schon kennt und jetzt langsam zu einer freien Mitarbeiterin mutiert, die hat da mitgemacht, mit co-moderiert und hat halt noch zwei andere frisch gebackene Abiturienten und eine Abiturientin dazu organisiert. Und dann unterhalten wir uns ja die übliche Stunde, anderthalb über Mitjugendlichen, über Jugendliche, über deren Politikverständnis, deren Mediennutzung, auch deren Vorstellung von Beziehungen und so. Also das hier mal als Hinweis, Medienradio, Küchenstudio/Medienradio oder medienradio.org, könnt ihr mal reinhören und den Feed abonnieren. Stichwort Chiara. Chiara, haben wir auch schon öfter erwähnt, macht hier Praktikum und ja, mutiert jetzt zu so einer freien Mitarbeiterin und ihr werdet später mutiert, entwickelt sich. Entwickelt sich. Und ihr werdet dann später in der Sendung auch noch die Lea hören, die wir ja so für außenpolitische Themen engagiert haben. Und da kam nämlich auch immer die Frage, ja, machen die denn nur Praktikum oder beutet ihr die aus? Nein, sie haben quasi beide so eine Kennenlernphase jetzt hinter sich. Und natürlich werden wir die beiden bezahlen, für ja, das, natürlich, was sie machen. Das und deswegen völlig. Ist ja auch der Grund dafür die Spenden, dafür die Abos, dafür die Unterstützung, damit wir die Lage eben so vor allen Dingen inhaltlich weiter voranbringen können. Tausend Dank für eure Spenden, tausend Dank für die Abo-Beiträge und tausend Dank für eure Unterstützung an dieser Stelle. Ja, ich meine, das ist ja irgendwie ganz selbstverständlich. Ne? Wenn man so wie wir hier auch häufig quasi soziale Politik anmahnt, dann muss man natürlich auch im kleinen Kreis sich sozial verhalten. Das gilt selbstverständlich auch für die GFF. Ja, also da werden alle Praktikantinnen werden bezahlt, die Mitarbeiterinnen sowieso, die Referendarinnen auch und so, wenn sie das wollen jedenfalls. Da kann man ja, es gibt ja auch Gründe, warum man das vielleicht gar nicht will. Also das, und das gilt genauso für die Lage auch. Ne? Also ich finde das irgendwie selbstverständlich, dass man sich dann auch als Arbeitgeber den abstrakten Thesen entsprechend verhält, die man so vertritt. Wie heißt das so schön im Englischen? You gotta put money where your heart is. Ja. Wir müssen in die USA. Da ist heute ein unglaublicher Anschlag zu verzeichnen ja. gewesen. Wobei man sagen muss, wahrscheinlich ist die richtige Bezeichnung eher eine Art Amoklauf, denke ja. ich mal. Aber das besprechen wir gleich noch. Sag mal, was ist da passiert? Was ist passiert? Wir müssen nach Las Vegas blicken. Las Vegas kennt man vielleicht aus Funk und Fernsehen. Die Stadt der Spielhöllen, große glitzernde Hotels und zurzeit auch die Stadt eines großen Country-Festivals. Da gibt es also im Innenstadtbereich unmittelbar neben einigen großen Hotels und Spielhöllen gibt es eine große Freifläche. Dort fand heute ein Country-Konzert statt, ein ganzes Country-Festival. Anscheinend sehr bekannt, 20.000 bis 30.000 Zuhörer. Und auf dieses Festivalgelände kann man blicken von einem Hotel-Hochhaus mit mehreren, ich glaube 32 Stockwerken aus. Den Namen des Hotels finde ich jetzt hier gerade. Doch, das Hotel heißt Mandalay Bay. Und aus dem 32. Stock dieses Mandalay Bay Hotels hat ein 64-jähriger Attentäter namens Stephen Paddock das Feuer eröffnet auf das Festivalgelände. Das heißt, er hat aus einer Entfernung von etwa 300 bis 400 Metern Luftlinie wahllos in die Menschenmenge gefeuert. Also totaler Wahnsinn, muss man sagen, völliger Wahnsinn. Als die Polizei sein Hotelzimmer stürmte, fand sie ihn tot vor. Das heißt, er hat sich irgendwann selbst erschossen. Um ihn herum lagen mindestens 10 Gewehre. 10 Gewehre. Und wenn man sich die Opferzahlen anguckt zurzeit, wir nehmen die Sendung Freitagabend auf, 58 Tote und mehr als 500 Verletzte. Mit anderen Worten, es sind mit Sicherheit mehrere hundert, wenn nicht 1000 Schüsse abgefeuert worden. Das heißt, der Mann hat schlicht und ergreifend Krieg gespielt aus seinem Hotelzimmerfenster. Montagabend.
Nicht Freitagabend. Sorry, ja. Montagabend. Genau, und wie viel, also da sind jetzt umgekommen, genau, was hast du gesagt? 58 Tote zurzeit, über 500 Verletzte. Wahnsinnig viele Waffen hatte er um sich rumliegen. Was weiß man über den Mann? Man weiß im Grunde nur, dass er aus Nevada stammt, also aus dem US-Bundesstaat, in dem auch Las Vegas liegt, etwa 130 Kilometer von Las Vegas entfernt wohnte er. Es gibt sonst, ehrlich gesagt, ganz wenig Anhaltspunkte, warum er gehandelt haben könnte. Er war ein Waffennah, das ist sicher. Man hat seine Wohnung durchsucht und hat insbesondere dort keinerlei Anhaltspunkte gefunden für einen islamistischen Hintergrund. Obwohl der IS schon sich bekannt hat, sozusagen, als und ihn als Soldat des Kalifats bezeichnet hat. Wie glaubhaft ist das? Also das FBI sagt, es hält das nicht für glaubhaft. Wie gesagt, in der Wohnung des Täters, die natürlich sofort durchsucht wurde, fand man überhaupt keinerlei Anhaltspunkte für einen islamistischen Hintergrund. Und dann ganz wichtiges Indiz auch gegen einen islamistischen Hintergrund ist, dass er sich selber erschossen hat. Das ist für Dschihadisten völlig untypisch. Die sprengen sich natürlich mal in die Luft, ja, nehmen also andere oder versuchen andere Menschen mit in den Tod zu reißen. Das kommt häufiger vor, aber sich selber umzubringen, ist unislamisch, das machen die normalerweise nicht, die lassen sich dann lieber erschießen und das alles spricht dafür, dass es wohl sich nicht um einen Islamisten gehandelt haben dürfte. Außerdem muss man sehen, es wäre nicht das erste falsche Bekenntnis des IS, es gibt auch schon andere Attentate, die der IS für sich reklamiert hat, wo sich dann rausstellte, dass es gerade keinen IS-Hintergrund gab und aus PR-Perspektive macht es natürlich total Sinn, dass der IS sich jetzt mit Anschlägen schmückt, die damit gar nichts zu tun haben. Die stehen nämlich an der Heimatfront in Syrien und im Irak militärisch total unter Druck, die besten Zeiten sind vorbei für den IS und dass sie deswegen jetzt quasi alles tun, um irgendwie Propaganda zu machen, scheint mir persönlich jedenfalls nicht unplausibel. Jetzt ist natürlich bei solchen Vorfällen und Attentaten und Anschlägen mit Waffen in den USA immer sofort die Frage, waren es die Waffengesetze der USA? Was weiß man? Sind die Waffen, die er benutzt hat, frei verkäuflich gewesen? Das ist so ein bisschen umstritten. Man muss es sehen, als wir jetzt hier aufnehmen, ist die Tat erst einige Stunden her, erst einen halben Tag her. Da ist die Nachrichtenlage noch unübersichtlich. Grundsätzlich muss man sagen, sind in den USA auch Schnellfeuergewehre frei verkäuflich. Also viele Schnellfeuergewehre, mit denen Attentate begangen wurden, waren frei verkäuflich. Ob diese konkret jetzt frei handelbar waren oder ob er die irgendwie aus Militärbeständen abgezweigt hat. Das können wir noch nicht sagen, aber ist ja letztlich auch egal, denn wären diese nicht frei handelbar gewesen, hätte er andere frei kaufen können. Das muss man sich mal vorstellen, in den USA kreist der Streit nicht etwa darum, ob es überhaupt Schnellfeuergewehre gibt, ja, also militärische Waffen, sondern der Streit kreist um die Frage, wie viel Schuss die Magazine fassen dürfen. Ja. Da hat Barack Obama mal eine Initiative unternommen, als er noch US-Präsident war, um die maximale Anzahl an Schüssen, die quasi oder an Patronen, die ein Magazin fassen darf, dann wenn es frei verkäuflich sein soll, zu begrenzen. Und selbst damit ist er im Kongress gescheitert. Das muss man schon ehrlich sagen, das ist aus meiner Sicht völlig gaga. Aber ein guter Freund von mir hat zu den US-Waffengesetzen mal den schönen Vergleich gefunden. Man muss die Waffenlobby, die NRA, die National Rifle Association, muss man gleichsetzen mit dem ADAC in Deutschland. Damit will er natürlich nicht sagen, dass das moralisch dasselbe sei, aber um quasi von der Massenwirkung. Von der Massenwirkung und von der psychologischen Bedeutung. Ne? Der ADAC ist, glaube ich, einer der größten Vereine in Deutschland. Ne? Die Autolobby, also quasi die Lobby der Autofahrerinnen und Autofahrer, ist einfach eine extrem starke Macht, weil die Menschen in Deutschland eben das Autofahren so als Teil ihrer Freiheit begreifen. Genauso wie das, wie die unbegrenzten Geschwindigkeiten auf manchen Autobahnabschnitten irgendwie. Ne? Das ist irgendwie so Teil der Nationalkultur anscheinend, jedenfalls für viele. Und so ähnlich ist das eben mit den Waffen in den USA. Ich war ja im Sommer jetzt gerade noch mal 2 Wochen da unterwegs und habe da also wieder rein Menschen gesehen, die irgendwie in der Bar so ein Colt am Gürtel baumeln hatten. Ne? Da wird ja immer ganz anders. Also das ist wirklich, wirklich heute noch, oder irgendwelche Mädels, ja, so eine Girls' Night, irgendwie Frauen um die 50, alle ziemlich besoffen, hatten in der Mitte so einen Pitcher stehen und alle so eine Knarre am Gürtel. Ne? Und also wir haben da irgendwie Kaffee getrunken, weil wir da irgendwie einen Zwischenstopp eingelegt haben, in so einem Nest irgendwo in Montana war es, glaube ich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da wird es schon heiß und kalt, ne? Weil du immer denkst, was ist, wenn da jetzt irgendwie mal Krieg ausbricht am Tisch, ja? Was ist dann? Knallen die sich dann ab irgendwie? Also ich weiß es nicht. Das ist schon skurril. Ich mag die USA ja gerne, aber das sind immer so die Momente, wo man dann echt so denkt, dass alles so original ist. Naja, und wie gesagt, das sind nur Colts, ja? Also hier geht es um Schnellfeuergewehre und ich persönlich kann mir halt einfach keinen sinnvollen Einsatz von Schnellfeuergewehren im friedlichen Zusammenleben der Menschen vorstellen. Wir hatten die Bundestagswahl
vor nicht allzu langer Zeit. Kann man so sagen. Und da fragen sich natürlich alle, okay, jetzt haben wir eine extrem unübersichtliche Lage mit vielen neuen Parteien und Fraktionen und vielen Gegensätzen, über die wir auch gesprochen haben. Da ist doch jetzt bestimmt ordentlich was los in Sachen Koalitionsverhandlungen, ja, rauszufinden, mit wer geht denn jetzt mit wem, aber Pustekuchen. Totale Flaute. Alle still warten auf, ja, diese, sagen wir mal, Neuwahlen in Niedersachsen am 15. Oktober. Warum eigentlich? Ja, still ruht der See, muss man sagen. Warum waren die alle drauf? Es liegt vor allem daran, dass alle Parteien letztlich verhindern wollen, dass jetzt durch allzu viele Sondierungen ihr Profil leidet. Also gerade bei Rot-Grün in Niedersachsen ist das besonders deutlich. Wir haben noch eine rot-grüne Landesregierung. Wenn die Grünen jetzt allzu offensiv auf Bundesebene sondieren mit der CDU, dann muss man ganz ehrlich sagen, verlieren sie ihr rot-grünes Profil in Niedersachsen. Und das könnte eben Wählerinnen und Wähler vergraulen, die Rot-Grün stärken wollen. Das heißt, das ist also eine offensichtliche Sorge der Grünen. Und bei anderen Parteien gibt es ähnliche Überlegungen, jetzt bloß sich nicht zu weit quasi aus der Deckung zu wagen und damit die Landtagswahl in Niedersachsen irgendwie zu beeinflussen. Also alle warten das jetzt ab. Hinter den Kulissen gibt es aber durchaus schon erste Gespräche. Das wurde mir jetzt von Leuten, die ich so kenne aus Parteien, die möglicherweise die Jamaika-Koalition bilden könnten, berichtet, dass es da durchaus schon die erste informelle Runde gibt oder die ersten informellen Runden, aber es wird absolutes Stillschweigen vereinbart und da halten sich bislang auch alle dran. Deswegen will ich auch nicht mehr dazu sagen. Genau, also zur Frage, was verhandeln die denn jetzt und worum soll es denn so gehen? Da gab es jetzt auch eine ganze Reihe von Talkshows, jeden Abend mehr oder weniger selbe Besetzung, ähnliche Besetzung, und Kurt Schnibben, ist er noch beim Spiegel oder war beim Spiegel, jedenfalls Journalist, Kollege. War lange Jahre Spiegel. Lange Spiegel, und der hat das, der guckt die irgendwie alle, ich gucke die ja alle nicht, nur zum Teil. Und er hat das so zusammengefasst, was sozusagen als neue Regierungspolitik empfohlen wird. Den Menschen zuhören, Lebensleistungen anerkennen, in Klammern wie eigentlich, Ostrente anheben, schneller abschieben, weniger Flüchtle, ein Heimatgefühl entwickeln, gesamtdeutsches Projekt, Soli abschaffen, Mieten senken, Klammer wie, über Probleme der Bürger reden, mehr Polizisten, mal in die Gänge kommen, Vorsicht vor der Kanzlerin. Das sind so die Stichworte, ein paar von diesen Talkshows habe ich auch gesehen, und das fasst es eigentlich so ganz gut zusammen. Mal schauen, was da in den Koalitionsverhandlungen hängen bleibt. Wir haben überlegt, machen wir es oder machen wir es nicht? Doch, wir müssen es machen, ja, weil jetzt. Es einfach ein bisschen, es ist, wie soll ich sagen, wir sind ja ein Politik-Podcast, aber die Medien spielen natürlich bei uns immer eine große Rolle. Wir haben exzessiv fast schon über die ganzen Fake-News-Themen gesprochen, das machen wir in der nächsten Woche auch nochmal ausführlich, da gab es diese Woche spannende Dinge zu berichten, aber wir gucken uns einfach generell auch gerne an, wie gehen eigentlich Medien so mit dem tagespolitischen Geschehen um, und da gibt es in dieser Woche einfach eine kleine Anekdote, über die man reden muss. Andrea Nahles. Ne? Andrea Nahles ist ehemalige Juso-Vorsitzende und inzwischen aber auch schon Ende 40. Wir sprachen darüber letzte Woche, und Arbeitsministerin gewesen. Wird jetzt Fraktionsvorsitzende. Schon gewählt. Ne? Am Mittwoch, ne? Wenn ich mich nicht täusche, ist sie gewählt worden zur neuen Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Bundestag. Und da wurde sie dann gefragt von Reportern, wie denn sich das so anfühle, dass so die letzte Koalition, die Koalitionsrunde mit der Union in der GroKo, und dazu hat sie was Denkwürdiges gesagt. Ein bisschen wehmütig, und ab morgen kriegen sie in die Fresse. Ja, man hört das Lachen, das ist nicht ganz unwichtig bei der Frage. Die Bild hat dann gleich getitelt, ne, so das große Zitat, so nach dem Motto, Aufreger, wie kann sie nur, und wurde sozusagen als Beispiel politischer Unkultur verwendet, und dass Sprache eben auch nicht töten kann, aber doch einen wichtigen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir mit einer Demokratie miteinander umgehen, hat. Was ja stimmt. Natürlich. Was natürlich stimmt, aber die Frage ist dann, und dann wurde halt im zweiten Zuge das verglichen mit dem Zitat von Alexander Gauland, dem Co-Chef-Vorsitzenden der Alternative für Deutschland, der halt am Wahlabend nach diesen 12,8%, die eingefahren haben, gesagt hat, wir werden sie jagen. Mhm. Das können wir uns auch nochmal anhören. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. So, und ich denke, da wird klar, das ist schon gut zwei grundsätzlich unterschiedliche Sachen. Nahles hat einen derben Witz gemacht. Ja, und bei Gauland ist es, glaube ich, durchaus fast wörtlich zu nehmen. Ja.
das ist das Ding, ne? Andrea Nahles ist halt einfach von ihrer Art manchmal so ein bisschen krachledern und ja, und das ist bei und ich habe mich ehrlich gesagt sehr gewundert über dieses schon fast bewusste Missverstehen. Also man muss diese beiden O-Töne schon wirklich missverstehen, um da irgendeine Form von Parallele erkennen zu können, und man muss sie auch wirklich schwer missverstehen, die Andrea Nahles, um auf den Gedanken zu kommen, dass sie jetzt ernsthaft sich mit den Unionsleuten prügeln will oder so, ne? Das vielleicht nicht, aber das ist allein so ein, weißt du, dass dieser Begriff des Prügelns auf die Fresse, so in diese politische Direktion, ja, also es ist wieder mal so ein Beispiel, wo sozusagen ein Thema als Hintergrund da ist, ja. Politischer Umgang, wie reden wir miteinander, auch befeuert durch die AfD, ja. Und dann kommt so ein Satz, der im Normalfall ja nicht groß weiter wahrscheinlich diskutiert werden würde, aber vor dem Hintergrund kriegt das halt eine völlig neue Dimension und wird ein bisschen überhöht da. Ja, das ist glaube ich ein sehr guter Punkt, Philipp, den du ansprichst, denn dieser Hintergrund ist ja große Verunsicherung, ne? Ich glaube, es herrscht eine enorme Verunsicherung, gerade auch so zwischen den Parteien und den politischen Journalisten in Berlin, über die Frage, was ist denn eigentlich die politische Kultur in Deutschland? Wie wird die politische Kultur leiden unter der AfD, unter rassistischen Ausfällen, was immer wieder so im neuen Bundestag zu erwarten haben? Und wahrscheinlich spielt das so ein bisschen da rein, denn von den quasi traditionellen Parteien wird ja erwartet, dass sie die politische Kultur hochhalten und verteidigen gegen die Angriffe von rechts draußen. Und möglicherweise ist der ein oder andere einfach nervös geworden, dass sogar Andrea Nahles als Sozialdemokratin jetzt mit einmal so einen etwas sehr harten Stil pflegt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, warten wir es mal ab, aber diese Sorge um die politische Kultur als solche ist mir ja durchaus sympathisch und vielleicht lieber einmal zu viel reflektieren als einmal zu wenig, aber ein Bildtitel fand ich persönlich übertrieben. Stichwort Gauland nochmal, also ich habe den O-Ton jetzt ja inzwischen mehrfach gehört, ja. Ich habe die letzte Lage nachgehört, wir haben ihn gerade nochmal gespielt, der lässt mich immer mehr schaudern, je länger ich drüber nachdenke. Es gibt nämlich so eine Rede von irgendeinem Naziführer, ich meine, es ist Josef Goebbels, da geht es um Bombenangriffe auf England, und da schreit Goebbels so ins Mikrofon, wir werden sie ausradieren, ja, wir haben es jetzt nicht als O-Ton da, und das ist nämlich der Vergleich, der passt zu Gauland und nicht der Ton von Andrea Nahles, aus meiner Sicht. Ja, also, ja, ich hatte auch bei Gauland manchmal das Gefühl, dass es ein bisschen zu hoch gejazzt würde, als würde er mit einem Gewehr durch den Bundestag laufen und sie wirklich jagen wollen. Ich habe mir, wie gesagt, mehrfach gehört, dann kam mir wirklich immer mehr dieser Goebbels-O-Ton in den Sinn, obwohl ich ihn auch schon 10 Jahre nicht mehr gehört habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich, wir haben ja auch ganz viel Kritik wieder eingesteckt dafür, dass wir die AfD irgendwie mit Nazis vergleichen und so. Aber das haben wir, glaube ich, da möchte ich nochmal ausdrücklich verweisen auf diese ausführliche Januar-Sendung, die wir gemacht haben zu der, ich glaube, Rede von Höcke war es, ne? Oder was? Ja, Höcke-Rede, ja. In Dresden, die wir ausführlich quasi parallel gesetzt hatten zu der Volkspalast-Rede von Josef Goebbels, weil es, das bedeutet nicht, die AfD ist die NSDAP. Das ist überhaupt nicht der Nein. Punkt. Und es sind auch nicht alle neuen Bundestagsmitglieder der AfD nach. Nein, überhaupt nicht. Aber es geht um die stilistischen Anleihen, es geht um die rhetorischen Anleihen und es geht um erschreckende Parallelen. Wenn man sich da mal so ein bisschen reinhört, ein bisschen damit beschäftigt, dann finde ich, ist das deutlich. Vielleicht der ein oder andere, der denkt, wir gehen da zu weit, höre einfach nochmal diese Folge aus dem Januar, Ende Januar, ich glaube 20. Januar, so roundabout, oder 25. Januar, höre doch einfach diese Folge nochmal nach. Da haben wir uns, glaube ich, eine halbe Stunde ein bisschen Mühe gegeben. Gut, wir haben in dieser Woche ein, ja, sehr interessantes Referendum erlebt, ja. Nämlich am 1. Oktober in Katalonien, einer von 17 Provinzen, weiß ich nicht, ob das der offizielle Begriff ist, jedenfalls autonomen Regionen von Spanien, und da gibt es 17 und 3 davon sind besonders autonom und eine davon ist eben Katalonien, ja. Mit Barcelona als Hauptstadt, und da gibt es seit langem schon große Bestrebungen, sich von Spanien unabhängig zu machen, und an diesem Wochenende, jetzt am Sonntag, hat ein Referendum stattgefunden, das extrem umstritten ist, ob es überhaupt legal ist, welche Wirkung es haben kann und haben darf, und es hat doch hartes Einschreiten der zentralspanischen Polizei gegeben, wo schlimme Bilder um die Welt gegangen sind, und um uns das mal erläutern zu lassen, haben wir quasi unseren Mann nach Barcelona geschickt, hätte ich fast gesagt, stimmt nicht ganz, ein Freund und Kollege von uns ist gerade in Barcelona, genau. Max Steinbeiß. Hat
hat darüber gebloggt. So wie genau, im verfassungsblog.de. Ne? Genau. So sind wir drauf gekommen. Genau, er hat also einen wirklich, wie ich finde, ganz tollen Beitrag geschrieben mit ganz vielen O-Tönen, ganz viel Atmosphäre über die einfach die Situation in Barcelona. Wie fühlt sich das denn eigentlich so an? Und reißt dabei aber auch die dahinterliegenden Fragen an. Und darüber möchten wir uns jetzt gern mit ihm unterhalten. Wir sind mit ihm per Telefon verbunden, deswegen ist die Verbindung nicht ganz so gut. Aber herzlich willkommen, Max Steinbeiß. Ja, danke, freut mich. Sag mal, du bist jetzt da seit einigen Tagen unterwegs. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz so für viele, die das nur so am Rande mitverfolgt haben, sagen, worum geht's da eigentlich? Wer ist da für quasi für die Lossagung? Wer ist dagegen? Wo ist der Konflikt? Also im Grunde geht's da darum, gerade dass Spanien in den letzten Monaten so ein bisschen mehr oder weniger unbemerkt oder in den letzten Jahren, um genau zu sein, ein bisschen unbemerkt in eine riesige Verfassungskrise reingerauscht ist. Und jetzt geht es darum, ob und wie man da wieder rausfindet. Auf der einen Seite gibt es die katalanische Regierung und die Parlamentsmehrheit in der Region Katalonien, die von einer separatistischen Koalition verfochten wird, die eigentlich nichts anderes zusammenhält, als tatsächlich die Unabhängigkeit von Spanien zu erreichen. Und auf der anderen Seite ist die spanische Zentralregierung, dominiert von der Partido Popular, also von der konservativen Partei, die aus den Resten der Franco-Partei einmal hervorgegangen ist und mittlerweile so eine ganz normale, sehr konservative Partei ist und die sehr zentralistisch ist und überhaupt keine Geduld hat mit irgendwelcher Art von Unabhängigkeitsbestrebungen regionaler Art. Und das ist so die Gemengelage, aus der das Ganze entstanden ist. Ganz kurz, damit wir unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen mitnehmen, denn da sind jetzt eine ganze Reihe von Stichworten gefallen. Also Katalanien ist eine Region, eine autonome Region innerhalb von Spaniens. Also Spanien ist, wenn ich es richtig verstanden habe, kein föderaler Staat, aber es gibt eine Reihe von Regionen, die ein teilweises Autonomiestatut genießen. Kann man das so sagen? Ja, genau. Also nominell ist Spanien kein föderaler Staat, wobei faktisch diese Regionen tatsächlich eine ganze Menge, zum Teil noch mehr als die deutschen Bundesländer, Autonomierechte genießen. Die haben sehr, sehr weitreichende Eigenständigkeit sowieso jetzt schon, was die Sache noch mal schwerer macht, weil es gar nicht mehr so wahnsinnig viel gibt, was man ihnen noch anbieten könnte. Und sag mal, aber worin besteht denn jetzt diese Krise? Also Katalonien ist eines von 17 quasi Entitäten dieses Spaniens. Drei davon haben spezielle Sonderrechte. Und warum wollen die jetzt raus und worum besteht diese Krise, von der du gesprochen hast, diese Verfassungskrise? Also warum sie raus wollen, hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Einmal mit der Geschichte, mit kulturellen Dingen, die auch mit der Franco-Ära zusammenhängen, wo die Katalonen in ihrer Eigenständigkeit stark unterdrückt worden. Das ist zwar lange her, spielt aber immer noch eine Riesenrolle. Andererseits mit der Frustration über den bisherigen Verlauf der Verhandlungen über mehr Eigenständigkeit, die katalonische Seite immer mehr in Richtung Unabhängigkeit gedrückt hat. Und dann, wie gesagt, kommt da dazu generell sozusagen Protestpotenzial gegen das politische Mainstream-Establishment, wie wir das in anderen Ländern auch finden. Und dass sich eben in Katalonien jetzt in diesem Unabhängigkeitsbestreben niederschlägt. Das ist im Grunde eine ähnliche Klientel, die in Italien vielleicht Cinque Stelle wählen würden. Das ist eine sehr stark bürgerliche Sache, eine Sache für der Upper Middle Class, der gut ausgebildeten, gut verdienenden Bevölkerung mit einem Überhang der ländlichen Regionen. Also in den Städten ist es nicht so stark. Und der zweite Teil war, worin jetzt die Krise besteht. Genau, die Krise besteht eigentlich darum, dass keiner genau weiß, ob das überhaupt ein Referendum war, was gestern stattgefunden hat. Denn die Gesetze, die auf deren Basis dieses Referendum gestern durchgeführt worden ist, waren vom spanischen Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Das heißt, sie sind eigentlich erstmal unwirksam. Und die katalanische Regierung hat gesagt, wir ignorieren diesen Fakt und behandeln diese Gesetze als katalonische Gesetze und nehmen die Unabhängigkeit schon vorweg, bevor sie überhaupt beschlossen ist, wenn man so will. Darin besteht die Verfassungskrise. Das heißt, es weiß eigentlich im Moment jetzt niemand, ob und aus welchen Gründen diese Gesetze gelten. Trotzdem ist dieses Referendum durchgeführt worden. Dann hat die spanische Regierung den Riesenfehler gemacht, in die Falle zu laufen, diese repressiven Mittel einzusetzen und die Polizei da irgendwelche Wähler niederknüppeln zu lassen, was scheußliche Bilder ergeben hat. Das hat erstens die katalonische Bevölkerung wirklich nochmal schwer aufgewühlt und zweitens lässt natürlich auch die spanische Regierung international schlecht dastehen und verschlechtert ihre Aussichten,
da friedlich wieder rauszukommen. Also ich glaube, dass in dem Punkt müssen wir noch mal ganz kurz einhaken, denn natürlich sind Wähler verprügelt worden, aber die spanische Zentralregierung in Madrid ist ja noch eine ganze Ecke weitergegangen. Sie haben versucht, Wahlurnen zu beschlagnahmen. Sie haben sogar das Rechenzentrum der katalonischen Regierung besetzt, in der Hoffnung, dass sie auf diese Art und Weise die Auszählung der Stimmen verhindern könnten. Was hältst du denn von diesem harten Durchgreifen der Zentralregierung? War das legal und war das politisch geschickt? Es war auf jeden Fall nicht politisch geschickt. Ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Zweifel daran. Also es war vielleicht politisch geschickt, um die eigene spanisch-nationalistische Klientel irgendwie zufriedenzustellen, aber von der Wirkung her war es extrem ungeschickt. Also jedenfalls das Niederknüppeln von Wählern und die Gewalt, die da gestern stattgefunden hat. Wobei man auch da dazu sagen muss, also ich bin gestern den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen und habe bis auf eine Ausnahme eigentlich überhaupt gar kein Anzeichen von Gewalt irgendwo gesehen. Also das war schon auch eher eine punktuelle Sache, aber man darf es trotzdem nicht kleinreden. Das war schon auf jeden Fall unverhältnismäßig, was da passiert ist. Aber auf der anderen Seite muss man aber schon auch sehen, dass die rechtliche Situation eigentlich ziemlich klar ist, dass dieses Referendum eine Missachtung geltenden spanischen Rechts war und man schon auch irgendwie verstehen muss, dass die spanische Regierung versucht, dieses Recht durchzusetzen. Denn hinter der katalonischen Regierung stehen 48% der Wähler. Die katalanische Gesellschaft ist tief gespalten in der Frage. Es gibt eine große Zahl von Leuten, die nicht nur mit Nein stimmen würden, wenn sie sich um legales Referendum halten, sondern die überhaupt dagegen sind, ein solches Referendum durchzuführen. Das ist nicht so, dass da irgendwie geschlossen oder eine große, große überwältigende Mehrheit der Katalanen hinter diesem ganzen Projekt steht. Umgekehrt wird diese Mehrheit natürlich immer größer, je mehr Rezession da eingesetzt wird. Aber einstweilen kann man sich auf den Standpunkt stellen, und viele tun das auch, mit denen ich gesprochen habe, dass die spanische Regierung das Recht durchsetzt. Jetzt hat ja das Referendum stattgefunden. Weiß man schon, wie es ausgeht? Also was bekannt gegeben worden ist, dass es eine Wahlbeteiligung von um die 42% gab, also was gar nicht wenig ist. Also 2,3 Millionen Leute haben offenbar ihre Stimmen abgegeben. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob da jetzt die Stimmen, die dann von der spanischen Polizei beschlagnahmt worden sind, mit dazu zählen. Von den abgegebenen Stimmen haben 90% für die Unabhängigkeit gestimmt, was sich aber auch dadurch erklärt, dass die Gegner der Unabhängigkeit zum Boykott der Abstimmung aufgerufen haben. Ein Punkt, den man auch noch ansprechen muss, ist, dass an sich ein Referendum, bei dem sozusagen Wahlurnen abhanden gekommen sind, unter allen anderen Bedingungen sowieso als ungültig gelten müsste. Insofern könnte man sagen, dass es der spanischen Zentralregierung in gewissen Punkt gelungen wäre, dieses Referendum seiner Legitimationswirkung zu berauben, wenn sie nicht auf der anderen Seite den Fehler gemacht hätten, diese Legitimation durch diese Brutalität der Polizei auf der anderen Seite wiederherzustellen. Letztlich wird man also sagen müssen, dass beide Seiten sich da nicht so wahnsinnig geschickt verhalten haben. Beide Seiten sind an die Grenze dessen gegangen, was rechtlich zulässig ist und teilweise wohl auch noch darüber hinaus. Und damit haben sich ja letztlich auch beide Seiten irgendwo in eine Sackgasse manövriert. Was würdest du denn sagen, Max, wie könnte denn jetzt möglicherweise eine Auflösung dieses Konflikts aussehen? Oder steuern da jetzt quasi zwei Züge ungebremst aufeinander zu und wir warten alle auf den großen Knall, nämlich einen quasi unabgefederten Austritt Kataloniens aus Spanien im schlimmsten Fall? Also wenn man davon ausgeht, was viele tun und wofür auch viel spricht, dass die katalonische Regierung ja eigentlich eine Eskalationsstrategie gefahren hat. Die wussten ja auch, dass das nicht einfach so glatt durchlaufen würde und dass sie einfach abstimmen und dann ist alles gut. Also wenn sie eigentlich darauf gesetzt haben, die spanische Regierung unter Druck zu setzen durch das Erzeugen scheußlicher Bilder, dann ist diese Strategie erstmal total aufgegangen. Insofern kann man, glaube ich, gar nicht sagen, dass die katalonische Regierung eine Niederlage erlitten hat, zumindest eine Schlacht gewonnen. Ob sie damit den Krieg gewonnen hat, ist damit noch lange nicht gesagt. Sie haben mit 48 Stunden Zeit, sich zu entscheiden, ob sie tatsächlich jetzt die einseitige Unabhängigkeit Kataloniens verkünden lassen wollen im Parlament. Es gibt viele, die daran zweifeln, ob sie das tatsächlich dann tun werden, weil sie doch auch mit einem riesen persönlichen Risiko für alle Beteiligten einhergeht. Und eben die Legitimationsbasis, auf der das Ganze stattfindet, doch vergleichsweise schwach ist. Aber ich glaube, unterm Strich werden sie da gar nicht mehr rauskommen. Und was dann passiert, ist, da gibt es die unterschiedlichsten Befürchtungen. Das reicht von teilweiser Suspension des Autonomiestatutes über die Ausrufung von Neuwahlen an der katalonischen Regierung vorbei. Und manche sprechen auch davon, dass die Armee da eintritt. Das glaube ich allerdings nicht. Aber also das wird vor allem dann eben von Leuten prophezeit, die für die Unabhängigkeitsseite sprechen. Was auch wieder zeigt, dass diese Eskalation und das Zwingen des Gegners zu unverhältnismäßigen Maßnahmen
da durchaus ein Teil des Kalküls auch ist. Du hast es jetzt schon angesprochen, ich meine diese Suspension des Unabhängigkeitsstatuts, also diese Unabhängigkeit von Katalonien, die ist ja gesetzlich festgehalten. Also wenn ich das richtig verstanden habe, kann ja der Zentralstaat sagen, okay, machen wir im Parlament, stimmen wir ab, Unabhängigkeit wird aufgehoben, Ende der Geschichte. Ist das eine Option? Ja, so würde das nicht laufen, sondern es gibt in der spanischen Verfassung einen Artikel 155, der den Zentralstaat ermächtigt, für den Fall, dass in den autonomen Regionen rechtswidrige Dinge passieren, dafür zu sorgen, dass es abgestellt wird, um es mal ganz verkürzt zu formulieren. Und das wird so verstanden, dass dann eigentlich die Handlungen der Regierung durch die Zentralregierung substituiert werden. Wie weit es geht, was es für Konturen hat, das weiß kein Mensch. Das ist noch nie verwendet worden, dieser Artikel. Ist auch bis jetzt noch nicht verwendet worden. Alle bisherigen Repressionen sind ohne diese Maßnahme vonstatten gegangen, was auch nochmal ein rechtliches Problem ist. Aber wenn dieser Artikel gezogen wird, dann kann das wiederum alle möglichen Dimensionen annehmen, dass sie punktuell bestimmte Beschlüsse anstelle der katalonischen Regierung fassen, bis hin eben dazu, dass sie die katalonische Regierung absetzen und eine Art Kommissar da installieren. Ist da alles denkbar. Jetzt bist du ja da. Du redest ja die ganze Zeit mit Leuten, auch mit Experten. Wie ist denn die Stimmung da? Also was ist denn sozusagen, was hast denn du für ein Gefühl, wo steuert das Ding hin? Also es fällt so ein bisschen auseinander. Also die Leute, mit denen ich gestern gesprochen habe vor den Wahllokalen, die Leute, die da jetzt zu dieser Wahl zu dieser Abstimmung hingegangen sind und da sich beteiligt haben, auch unter persönlichem Risiko, konnte ja jeden Moment die Polizei aufkreuzen, die waren alle super glücklich irgendwie. Die hatten auch keine Angst. Die waren irgendwie begeistert von der demokratischen Tat, die sie da tun. Die Experten, mit denen ich da rede, und zwar die auf beiden Seiten dieses Konflikts, die waren zutiefst beunruhigt auf das, was da auf sie zukommt. Das Maß an Unruhen und Gewalt, das da möglicherweise jetzt noch entsteht, schockiert eigentlich alle. Also da ist die Stimmung sehr, sehr bedrückt. Wie schätzt du denn das eigentlich ein? Gibt es denn nicht auch sowas wie ein Selbstbestimmungsrecht der Menschen in Katalonien? Also ist denn das, also klar, die spanische Verfassung hält offensichtlich die Einheit Spaniens sehr hoch, aber lässt sich denn dieses national-spanische Recht auf Dauer auch gegen einen möglicherweise mehrheitlichen Autonomiewunsch der Menschen in Katalonien tatsächlich hochhalten? Ist das denn überhaupt quasi eine rechtliche Position, die sich auf Dauer mit Gewalt durchsetzen lässt? Oder wird man nicht vielleicht dazu kommen müssen, dass Katalonien tatsächlich ein unabhängiger Staat wird? Oder würdest du das völlig ausschließen gegenwärtig? Also es gibt viele, die sagen, dass die spanische Verfassung tatsächlich einfach ein Problem hat, als sie zu wenig responsiv ist gegenüber regionalen Selbstbestimmungsbestrebungen. Auf der anderen Seite muss man auseinanderhalten die Frage, wer ist klug, die katalanische Bevölkerung über ihre Selbstbestimmung abstimmen zu lassen? Und die Frage, was ist von diesem speziellen Referendum zu halten? Auf die erste Frage würde ich auch sagen, ja, warum nicht? Wäre für alle Seiten eine Riesenerleichterung, wenn man es möglich machen könnte, darüber ein legales, sauberes und wirklich demokratisch stabiles Referendum abzuhalten. Aber keins von diesen Dingen war dieses letzte Referendum. Das ist die Sache, das ist das, was die Situation so schwierig und auch so gefährlich macht. Dass da wirklich tatsächlich im Moment einfach Verfassungsstrukturen zusammenkrachen im ganz großen Ausmaß. Das ist ein Riesenschaden. Letzter Punkt, der mich noch interessieren würde, ist die europäische Dimension des Konflikts. Wie verhält sich denn eigentlich die Europäische Union zurzeit? Wie verhält sich die EU-Kommission? Immerhin hat es ja einige Menschenrechtsverletzungen gegeben innerhalb Spaniens und es sieht nicht wirklich danach aus, als wenn das Selbstbestimmungsrecht der Katalonen zurzeit in Madrid wirklich hoch gehandelt würde. Gibt es da schon irgendwelche Reaktionen aus Brüssel? Also das kann ich jetzt gar nicht sagen, was es da für Reaktionen aus Brüssel gibt oder auch aus den anderen Mitgliedstaaten. Also wenn man mal unterstellt, es kommt jetzt dazu, dass sie ihre Unabhängigkeit erklären, dann ist der nächste Schritt, dass sie es auch tatsächlich durchziehen. Also dann müssen sie tatsächlich unter Beweis stellen, erstens, dass sie anerkannt werden international. Wenn sie nicht niemand anerkennt, dann können sie hundertmal behaupten, sie sind unabhängig, das interessiert dann einfach keinen. Und zweitens auch intern, dass sie tatsächlich den Leuten klar machen, dass sie jetzt gefälligst an die katalonische Regierung Steuern zahlen und nicht mehr an den spanischen Staat. Dass sie eine Justiz aufgebaut bekommen, die sie nicht haben. All das sind Dinge, das müssen sie erst mal zeigen, ob sie das überhaupt können. Und wenn sie das nicht können, dann bleibt diese ganze Unabhängigkeitsgeschichte sowieso nur eine Behauptung. Und das ist auch ein Szenario, das wir sehen können, dass sie einfach faktisch an der Aufgabe scheitern. Wie da ihre Möglichkeiten beschaffen sind und was da auch schon vorbereitet und so, das kann ich alles nicht wirklich sagen.
aber jedenfalls darauf wird es sehr stark ankommen. Super, Max, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Kann man alles nachlesen, auch deine Reportagen, die du schreibst, auf verfassungsblog.de. Pass auf dich auf und schreib noch ein paar schöne Sachen auf. Super, danke. Das war Max Steinbeiß, live aus Barcelona. Vielen Dank und alles Gute. Nachzulesen, wie gesagt, alles im verfassungsblog.de. Reportagen, Essays und vor Diskurs. Allen Dingen Diskurs und rechtliche Einschätzungen zu ganz vielen interessanten Fragen. Essay und Diskurs, ist das nicht auch irgendeine so nerdige Sendung im Deutschlandfunk? Bestimmt, das klingt nach einem total öffentlich-rechtlichen Radiotitel. Ja, die Ehe für alle ist da, das müssen wir noch chronistenpflichtmäßig erwähnen. Haben so lange auch diesen politischen Prozess analysiert, wie die zustande gekommen ist, aber seit dem 1. Oktober ist es so, auch gleichgeschlechtliche Paare dürfen nicht nur eine Lebensgemeinschaft eingehen, sondern sie dürfen richtig heiraten mit allen Rechten und Pflichten. Genau, und das wurde in der Tat auch direkt mal abgefeiert. Das Standesamt in Berlin-Schöneberg hat eigens zu diesem Berufe an einem Sonntag eröffnet. Der 1. Oktober war ja ein Sonntag. Normalerweise kann man da nicht heiraten, aber die Bezirksbürgermeisterin aus Schöneberg hat das ermöglicht, so wie auch manch andere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der Bundesrepublik. Und dort wurde am frühen Sonntagmorgen die erste echte Homo-Ehe als Ehe im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuchs geschlossen. Ja, das wollten wir nur kurz vermelden. Genau, das finden wir gut. Daumen hoch und all jenen, die jetzt geheiratet haben, alles Gute. Genau, und vielleicht bei der Gelegenheit nochmal ein großes Lob an all diejenigen, die seit Jahrzehnten im Grunde dafür gekämpft haben, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit der Ehe gleichgestellt werden. Das muss man schon sagen, ist auch ein bemerkenswerter Erfolg von sehr, sehr konsequenter Lobbyarbeit, auch gerade dieses Pärchen, das hier geheiratet hat am 1. Oktober in Berlin als erstes, gehört auch, das sind zwei schwule Männer gewesen, die haben auch seit vielen, vielen Jahren sich als Aktivisten eingesetzt für die Gleichberechtigung Homosexueller bei der Eheschließung. Und das muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen, von ganz alleine wäre das nicht passiert. Und da haben sie also die gesellschaftlichen Verhältnisse wirklich ganz bewusst also aus meiner Sicht jedenfalls zum Guten gewandelt. Ganz toll. Zweiter Punkt, der mir noch einfällt zur Ehe für alle. Großes Lob auch an Angela Merkel für diese taktische Weitsicht. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Die Ehe für alle wäre in den Jamaika-Verhandlungen ein großer Stolperstein, hätte Angela Merkel dieses Thema nicht abgeräumt, noch kurz vor der Bundestagswahl. Abräumen lassen. Also sie hat es ja erwähnt und sie hat sich dann dem nicht in den Weg gestellt. Also aber der Plan war es nicht. Nein, es war vielleicht nicht. Ehrlich gesagt, Philipp, wenn ich mir das jetzt so angucke, wir haben das ja damals schon analysiert. Ich weiß nicht, was ich damals dazu gesagt habe. Aber wir hatten alle irgendwie den Eindruck, es sei nicht absichtlich gewesen, aber Strategie zu unterstellen. Ich halte die schon echt für einen Fuchs. Ah. Und ich meine, jedenfalls ist ja auch egal. Auf jeden Fall im Nachhinein betrachtet genial. Ja? Genial, dass sie die Abstimmung da freigegeben hat, den Fraktionszwang da hat, oder den Koalitionszwang erst und dann auch den Fraktionszwang hat aufheben lassen, sodass eben vor der Bundestagswahl dieses Gesetz noch dem Bundestag passieren konnte. Denn sonst gäbe es doch jetzt die ideologischen Kriege. Ich meine, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, die CSU insbesondere steht total unter Strom. Muss unbedingt eine konservative, harte Kante zeigen. Und ich schwöre dir, die CSU hätte gesagt, Ehe für alle mit uns niemals. Ja, nur über Horst Seehofers Leiche. Jede Wette. Nachdem die jetzt irgendwie fast 10 Prozentpunkte verloren haben. Mittlerweile würde die CSU da wahrscheinlich schon zustimmen. Ach, ihr wollt Seehofers Leiche? Ach, wisst ihr. Sehr schön. Okay. Da habe ich mich verkalauert. Nee, ist aber schon okay. Sehr schön, ja ganz Philipp, gut. Sehr schön. Aber ganz ohne Witz, also das wäre einer der zentralen Stolpersteine für diese Jamaika-Verhandlungen. Und jetzt kann Angie sagen, ja, Leute, ist halt durch. Ja, und zurückdrehen lässt sich das natürlich nicht mehr. So. Ja, das ist auch noch ein kleiner Stichwort zu einem Interview, was ich noch in der SZ gefunden habe, weil mich irgendwie das nicht in Ruhe gelassen hat, wer jetzt diese AfD gewählt hat. Und da gab es ein ganz interessantes Interview mit einem Soziologen in der SZ. Link ist in den Shownotes, der nochmal artikuliert hat, Leute, es ist kein primär ökonomisches Motiv, was die Leute treibt. Ja, es gibt unter den AfD-Wählern Gutverdiener, das haben wir auch gesagt, es gibt Leute, die haben vielleicht nicht ganz so viel dazu gewonnen wie der Rest der Gesellschaft, aber in erster Linie ist es ein kulturelles Problem, was diese Leute sehen. Die wollen einfach nicht, wie zum Beispiel Ehe für alle, die Richtung, in die sich diese Gesellschaft bewegt, ja, mit neuen Migranten, mit sich verändernden Gewohnheiten, das passt denen irgendwie alles nicht.
So, das fand ich nochmal, ganz interessant. Könnt ihr euch nochmal angucken. Haben wir lange genug drüber geredet, aber ich fand das nochmal ganz interessant zu sehen. Ja, es ist in erster Linie, und die haben das wohl auch gemessen, ist jetzt nicht so seine Meinung, sondern es gibt dazu auch empirische Daten, dass es wirklich eine Unzufriedenheit mit der, sagen wir mal, kulturellen, liberalen Richtung gibt, in die sich dieses Land und nicht nur dieses Land, sondern Europa insgesamt entwickelt, und dass das den Leuten nicht passt und sie wenig sehen, was sie dagegen machen können. Und die AfD vielleicht auch, aber vor allen Dingen die AfD, gibt diesen Leuten halt einen Kanal. Nächstes Thema, Brexit. Wir haben da öfter schon drüber geredet in der Vergangenheit, als Europa und Großbritannien so auf den Brexit zugesegelt sind und auch dann, als er quasi unumkehrbar eingeläutet wurde von Theresa May. Aber jetzt haben wir irgendwie eine Weile nicht mehr drüber geredet, und dabei tut sich aber eine ganze Menge. Nämlich die Frage ist so ein bisschen, wie ist denn da jetzt der Stand der Verhandlungen? Ja, ganz genau. So langsam wird es ja mal irgendwie, also in 2 Jahren ist der Austritt offiziell, sind sie raus, und die Frage ist jetzt so ein bisschen, was machen die denn jetzt? Ja, das ist das Problem, nicht? Also die Uhr tickt, denn Großbritannien hat ja den sogenannten Artikel 50 des EU-Vertrages inzwischen ausgelöst mit einer formellen Kündigung. Das ist quasi die formelle Mitteilung an die Europäische Union, dass Großbritannien aussteigen will. Und von diesem Moment an läuft eine 2-jährige Frist, und diese Frist soll eigentlich genutzt werden, damit die Europäische Union und das ausstiegswillige Land sich einigen über die Konditionen dieses Austritts. Und wenn eine solche Einigung nicht zustande kommt, und dann käme es zu einem sogenannten kalten Brexit. Das heißt also, alle mitgliedschaftlichen Rechte und Pflichten Großbritanniens aus den Verträgen würden von einem Tag auf den anderen erlöschen. Und das würde dazu führen, das hatten wir in der Lage im vergangenen Sommer, als der Brexit beschlossen wurde oder als es die Volksabstimmung gab, auch schon ausführlich besprochen, das würde dazu führen, dass Großbritannien mit einmal überhaupt keine wirtschaftlichen Verbindungen mehr mit Europa hätte. Also natürlich tatsächlich Handelsverbindungen, aber eben keine rechtlichen Verbindungen. Das heißt zum Beispiel, müssten theoretisch Zölle abgeführt werden. Es gäbe überhaupt keine Freizügigkeit mehr zwischen Großbritannien und Europa. Es werden also ohne Ende praktische Probleme eintreten, und die wirtschaftlichen Folgen wären ausgesprochen gravierend, von den sozialen Folgen völlig zu schweigen. Und deswegen wollen eigentlich, glaube ich, alle, dass ein solches Brexit-Abkommen irgendwie zustande kommt. Aber es ist eben nicht ganz einfach, ein solches auszuhandeln. Genau, und wir haben ja das auch schon in der Lage live in der letzten Folge angekündigt und Lea kurz vorgestellt. Lea Bürgerding, erstmal ganz herzlich willkommen. Hallo Lea. Im Podcast, in der Lage und auch im Team. Wir haben dich letztes Mal mit Vornamen vorgestellt, das haben einige so ein bisschen mit Stirnrunzeln aufgenommen. Warum nennt ihr euch selber mit Nachnamen und die beiden neuen Mitarbeiterinnen nur mit Vornamen? Das hat schlicht damit zu tun gehabt, dass wir vorher nicht darüber gesprochen hatten, ob ihr jetzt mit Nachnamen, Vornamen oder wie auch immer da auftauchen wolltet. Und um sicher zu gehen, haben wir es halt jetzt beim Vornamen belassen. Aber ja, dein Name ist jetzt Lea Bürgerding. Hallo Lea Bürgerding. So, und genau, du kümmerst dich jetzt bei der Lage, sagen wir mal in loser Reihenfolge, aber doch, sagen wir mal kontinuierlich um außenpolitische Dinge. Und in dieser Woche war es eben der Brexit, wo du selber vorgeschlagen hast, so nach dem Motto, was geht denn da eigentlich, wollen wir dann was drüber machen? Und das passt natürlich gut. Bevor wir so in die Details einsteigen, kannst du nochmal so gerade sagen, was der Status quo ist? Also wer verhandelt da jetzt gerade? Naja, nachdem England ja mit dem Artikel 50 im März war das, glaube ich, 2017, also dieses Jahr, die Verhandlungen eingeleitet hat, wurde jetzt ja ab dem Sommer darüber verhandelt, wie dieser Brexit aussehen soll. Da sind die Verhandlungen jetzt in den letzten Wochen, das hatte ich jetzt schon angesprochen, relativ stagniert. Seit Juni wird aktiv diskutiert zwischen der EU, geführt von Michel Barnier, und dem Brexit-Ausstiegsministerium in England. Zentrale Streit- und Verhandlungspunkte sind da vor allem die Höhe der Austrittsrechnung, die Rechte der EU-Bürger, die sie weiterhin in Großbritannien haben sollen, und vor allem die Rechte der 3,2 Millionen EU-Bürger, die momentan noch in Großbritannien leben oder weiterhin dort leben wollen, aber eben auch der in Europa lebenden Briten. Das sind ungefähr 1,2 Millionen. Und dann gibt es noch Streitigkeiten über die EU-Außengrenze zwischen Nordirland und Irland, also die einzige Landesgrenze, die ist ja eigentlich, ne, an der. Aber das sind so die Kernprobleme, um die es sozusagen geht. Genau, das sind die Streit. Also natürlich ist da noch viel mehr zu klären. Ne? Sie müssen ja rechtlich aus den ganzen Verträgen raus, muss alles neu verhandelt werden. Aber das sind die zentralen Streitpunkte, woran sich die Verhandlungen gerade aufhängen sozusagen. Und das Wichtige ist dabei, glaube ich, auch, dass die
EU zuerst diese drei Punkte ausdiskutiert haben will, bevor man über die zukünftigen Beziehungen spricht, während England eigentlich, also Großbritannien, ab jetzt schon über die zukünftigen Beziehungen sprechen möchte. Und da gibt es eben Diskrepanzen. Und die EU sagt... Das heißt mit anderen Worten, sind auch deswegen so schwierige Verhandlungen, weil man sich im Grunde schon über die Tagesordnung nicht so richtig einigen kann. Da gab es auch öffentlich nach den letzten Verhandlungsrunden vor einigen Wochen einige Verwirrung, denn erst hieß es, man habe sich jetzt auf die Tagesordnung geeinigt und dann hatten sich einige wieder davon distanziert. Also es scheint wohl so zu sein, dass es nicht ganz so einfach ist. Vielleicht kannst du ja mal anfangen mit diesem aus meiner Sicht vielleicht überschaubarsten und zugleich irgendwie, jedenfalls nach meiner Vorstellung, relativ unlösbaren Problem mit der EU-Außengrenze. Was ist denn da eigentlich der Knackpunkt? Also das Problem ist ja sozusagen, dass nach den Troubles, also dem Zivilkrieg in Nordirland, dass da die eben in diesem Good Friday Agreement, dem Karfreitagsabkommen, entschieden wurde, dass die Außengrenze dort offen sein soll. Und das ist Teil des Friedensabkommens zwischen Nordirland und der Republik Irland. Und wenn Großbritannien aus der EU austritt, müsste ja eigentlich dort eine physische Grenze entstehen. Wo zwischen Republik Irland und Nordirland. Genau. So, was dann auf einmal jetzt sozusagen offen ist und wenn Großbritannien rausgeht, ist es auf einmal EU-Außengrenze. Genau. Ja, und ist geschlossen. Und das ist ein ganz großes Problem, denn der Nordirland-Konflikt ist vielleicht für die jüngeren Hörerinnen und Hörer nicht mehr ganz so präsent. Aber keine Ahnung, also jedenfalls bis in die 90er Jahre hinein war das einfach ein ausgesprochen virulenter Konflikt. Ganz grob, die Republik Irland ist ein sehr katholisches Land. Nordirland ist im Prinzip gespalten zwischen einer protestantischen Bevölkerungsminderheit, soweit ich es weiß, und einer katholischen Mehrheit, gehört aber politisch eben zu Großbritannien und das hat traditionell zu sehr, sehr großen Spannungen geführt. Wir können nicht die ganze Geschichte Nordirlands aufarbeiten, aber da gab es also Bombenanschläge, da ist Tote regelmäßig und zwar sowohl in Nordirland als auch Bombenanschläge in Großbritannien und dieses Karfreitagsabkommen von 2008 war eigentlich eine große Sensation, weil es endlich gelang, ne, diese Bevölkerungsteile mal an einen Tisch zu bringen. Genau, und die Angst ist jetzt eben, wenn es da jetzt eine neue EU-Außengrenze gibt mit Zäunen oder mit, wo die Bürger Nordirlands jetzt nicht mehr einfach so nach Irland rüber gehen können. Ich glaube, da findet einfach viel Migration, also auch Pendelverkehr für Arbeit und was weiß ich statt. Die sind sehr eng miteinander verbunden. Wenn es da jetzt eine Grenze gibt, kann es da eben wieder zu Spannungen kommen. Also da ist zwar jetzt Gewalt seit langem nichts passiert, aber die Gefahr besteht natürlich. Und an den Brexit hat auch keiner geglaubt. Und ich glaube, dass jetzt herrscht große Verunsicherung im Norden. Das glaube ich, das ist auch das, was ich so gelesen habe. Ja, und ich meine, das macht ja auch Sinn, denn der Hauptkonflikt neben diesen religiösen Fragen war ja immer die sogenannte Home Rule. Also die Frage war immer, wird Nordirland wieder an das Stammland Irland angegliedert oder eben nicht? Und diese Frage hat im Grunde an Bedeutung verloren durch das Karfreitagsabkommen, weil es eben eine sogenannte grüne Grenze war. Das heißt also, ob man nun in Nordirland war oder in der Republik Irland, war im Grunde egal, weil es keine Grenzkontrollen mehr gab. Da war halt politisch noch nicht so ganz geklärt. Aber jedenfalls so im Alltagsleben der Menschen war es egal. Und wenn jetzt mit einmal diese Frage wieder auflebt, ja, wenn es da eben doch wieder eine richtige Grenze gibt, dann ist die große Sorge, dass der ganze Deal aus dem Karfreitagsabkommen im Grunde möglicherweise platzen könnte. Genau. Genau, kommen wir mal zum nächsten Punkt, zum Beispiel Streitpunkt, wenn es immer so heißt Austrittsrechnung. Warum sagt die EU denn, wenn ihr rausgeht aus der EU, liebe Briten, dann müsst ihr, weiß ich nicht, was die Zahl ist, 100 Milliarden oder irgendwie so 80 bis 100 Milliarden Euro zahlen. Wie kommen die da drauf? Naja, also ich glaube, im Moment rechnet man in Brüssel so zwischen 60 und 100 Milliarden, wobei der Betrag halt nicht ganz geklärt ist. Es geht da um, also es geht, das ist glaube ich nochmal, soweit ich es verstanden habe, unabhängig von dem, was Großbritannien jährlich in das EU-Budget einzahlt, sind das eben Zahlungen, die in andere Töpfe eingegangen ist, so wie die gemeinsame Sicherheitsarchitektur, Einsätze, zum Beispiel entwicklungspolitische Einsätze der EU und das sind ja Sachen, für die sich Großbritannien langfristig für die nächsten Jahre verpflichtet hat und da rechnen eben die EU-Staaten, die verbleibenden 27, auch mit dem Geld von Großbritannien und wenn das wegfällt, dann bedeutet das eben de facto, dass die anderen 27 Staaten das stemmen müssen und das ist natürlich vertraglich geregelt gewesen und wie aus jedem anderen Vertrag, glaube ich, kann man sich dann einfach nicht von einem Tag vom anderen verabschieden und sagen, hey, zahlt das jetzt mal alleine. Genau. Also da geht es schlicht darum, wer schuldet wem wie viel Geld und wer hat sich wie lange verpflichtet für was und was kann davon erlassen werden und was muss gezahlt werden, auch wenn Großbritannien rausgeht. Dann das andere, die anderen Streitpunkte sind ja, was passiert mit den Bürgern, das hast du auch gesagt. Ne? Also mit EU-Bürgern in Großbritannien und mit Briten in der EU, weil
Klar, die sind aufgrund der Freizügigkeit einfach hin und her gewandert, kann man sich niederlassen, schnell anfangen zu arbeiten, ohne große Erlaubnis. So ist das in der EU das Schöne, das wissen irgendwie auch die wenigsten. So, und jetzt soll Großbritannien aus der EU raus und auf einmal sind das dann irgendwie Freizügigkeit erlischt und auf einmal hocken die Leute in Großbritannien und ja, und was dann? Ja, brauchen die alle halbe Jahre neues Visum, alle drei Monate neues Visum, geht das gar nicht. Kriegen die überhaupt ein Visum? Wie kriegen die überhaupt ein Visum? Ja. So, kannst du da was zum Stand der Verhandlungen sagen? Weiß man da schon was? Oder ist es einfach nur bekannt, dass es ein Streitpunkt ist? Also da könnten wir jetzt mal vielleicht auf die Rede eingehen von May. Die hat nämlich vor 10 Tagen ungefähr, also am 22. September, genau, hat sie in Florenz eine Rede gehalten in der Basilika Santa Maria Novella, oder wie man die ausspricht, wo sie über den aktuellen Stand der Verhandlungen und vor allem die Zielsetzung der britischen Regierung informiert hat. Und diese Rede war mit relativ großer Spannung erwartet worden, weil eben unter anderem finanzielle Zugeständnisse macht, also da Klärung kommt, aber eben auch der Status der EU-Bürger ein großes Thema war. Und May ist da, was den Status der EU-Bürger anbetrifft, hat sie zum ersten Mal, so wie ich das verstanden habe, sie gibt ja sowieso nicht relativ wenig Reden darüber, also ne, offizielle Reden, wie jetzt der Stand ist, hat sie gesagt, EU-Bürger, die bereits in Großbritannien leben, sollen weiter in Großbritannien leben können, wie vor dem EU-Austritt. Und ich glaube, das war schon jetzt vielleicht nicht eine komplett überraschende Entwicklung, aber eben ein klares Statement. Und sie hat auch gesagt, dass EU-Rechte in britisches Recht eingefügt werden. Und ich kenne mich zwar mit dem Rechtsrahmen jetzt nicht so ganz so gut aus, aber ich glaube, was daran auch wichtig ist, ist, dass nämlich die EU darauf pocht, dass der Europäische Gerichtshof weiterhin zuständig sein soll für EU-Bürger. Und das möchten die Briten eben nicht. Die möchten, dass das britische Gericht zwar Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof, was EU-Bürger und Migrationsfälle oder Bleiberechtsfälle angeht, zwar mitsprechen können, aber dass sie es nur berücksichtigen müssen und sozusagen, dass sie nicht die Entscheidungsmacht darüber haben. Ja, und das ist natürlich ein sehr relevanter Punkt, denn die Rechtsgrundlagen für den Aufenthalt von EU-Bürgern in Großbritannien sind sehr weitgehend durch europäisches Recht bestimmt. Also zunächst mal durch die europäischen Verträge, das sogenannte Primärrecht, wo eben grundsätzlich ja die Arbeitnehmerfreizügigkeit und auch die Dienstleistungsfreiheit geregelt sind. Und dann gibt es dazu Verordnungen und Richtlinien, die das quasi so ein bisschen detaillierter regeln, die diese Grundregeln runterbrechen auf den Alltag. Und da ist die zentrale Frage, wer legt denn eigentlich diese Verordnungen letzten Endes aus? Also ist dann irgendwann mal bei britischen Gerichten Schluss, sodass sich so eine Art britisches Sonderrecht bei der Auslegung europäischen Rechts bilden könnte? Oder bleibt der Europäische Gerichtshof, wie das immer so schön heißt, Hüter der Verträge und gilt weiterhin europaweit ein einheitliches Europarecht? Hintergrund ist, dass Großbritannien inzwischen erkannt hat, dass es gar nicht möglich ist, diese ganzen europäischen Regelungen, soweit sie nicht schon übersetzt sind in britisches Recht, innerhalb von jetzt nur noch 1,5 Jahren komplett in britisches Recht zu überführen. Das ist einfach nicht möglich. Es gibt ja 2 Arten von Europarecht, ganz grob. Es gibt Verordnungen, die unmittelbar gelten, und es gibt Richtlinien, die durch nationales Recht umgesetzt werden müssen. Bei den Richtlinien war Großbritannien immer ziemlich gut. Also die Richtlinienumsetzungsquote ist sehr gut. Das heißt, da haben sie kein Problem. Aber die ganzen Verordnungen würden von einem Tag auf den anderen nicht mehr gelten, weil es eben Europarecht ist. Und da soll es wohl so eine Art Pauschalübernahme geben, ne? Dass also quasi alle Verordnungen, die heute für Großbritannien gelten, vom Tag des Austritts an als britisches Recht weiter gelten und dann irgendwie das sich so ein bisschen auseinanderentwickelt. Ne? Dann kann natürlich der englische oder der britische Gesetzgeber diese Verordnungen wieder ändern. Aber die Frage ist dann halt immer, wenn diese Verordnungen zur Freizügigkeit britisches Recht geworden sind, wer legt die aus, der EuGH oder britische Gerichte? So, was hat die noch gesagt? Also was, glaube ich, am wichtigsten ist, dass sie eben die EU, also die verbleibenden Mitgliedstaaten, darum gebeten hat, oder was heißt darum gebeten, sie hat es vorgeschlagen, dass es eine rund 2-jährige befristete Überbrückungsphase geben soll, nach dem EU-Austritt am 19. März 2019. Also ihr hattet jetzt schon angesprochen, ne, laut dem Artikel 50 muss in den nächsten 2 Jahren der EU-Austritt erfolgen. Daran ist sozusagen wahrscheinlich nichts mehr zu machen jetzt. Aber was Theresa May jetzt eben vorgeschlagen hat in ihrer Rede in Florenz, ist, dass man diese Überbrückungsphase einführt. Und das bedeutet dann, dass Großbritannien dieser Zeit weiterhin den Regeln der EU unterworfen ist. Also EU-Bürger dürfen in Großbritannien bleiben. Und was auch wichtig ist, ist, dass Großbritannien bis 2021 dann noch ins EU-Budget weiter einzahlen wird. Und da hat Theresa May auch ganz klar gesagt, Großbritannien wird seinen Verpflichtungen nachgehen. Und wie ist jetzt die Reaktion? Also das sind ja immer so zumindest zarte Vorschläge, wohin die Reise aus Großbritanniens Sicht so gehen könnte. So klatscht hier EU-Applaus und sagt, jo, so machen wir es, das ist ein Weg.
Ja, so würde ich das jetzt nicht sagen. Also generell wurde jetzt Theresa Mays Rede nicht negativ aufgenommen, so wie ich das gelesen habe. Also der EU-Verhandlungsführer Michel Barnier hat eben gesagt, sprach von einer neuen Bereitschaft der Briten, sich nach vorne zu bewegen, also ne, in den Verhandlungen irgendwie auch Eingeständnisse zu machen. Und die zweijährige Übergangsphase wurde, glaube ich, von vielen als vernünftig angesehen, weil jetzt ja schon öfter in letzter Zeit auch geäußert wurde, dass eigentlich diese 2 Jahre und dann der harte, also unrealistisch ist und die Angst vor diesem harten Brexit, dem Brexit ohne klare Richtlinien, ist ja auch immer größer geworden. Insofern das auf der positiven Seite, aber was eben auch ganz stark, glaube ich, mit durchgeschwangen war, die Einschätzung, dass es eine verpasste Gelegenheit mal wieder war, ganz klar von britischer Seite irgendwie diese zweite Verhandlungsphase zuzulassen, die eigentlich Ende Oktober starten sollte, und zwar, wo dann über die Beziehungen verhandelt wird. Und dafür sind dann wieder diese 3 Punkte, die wir am Anfang erwähnt hatten, entscheidend. Die hätten nämlich jetzt eigentlich schon langsam, sollten die jetzt schon klarer sein. Und da hat sie sich eben nicht genug positioniert. Und das wurde auch negativ angemerkt, denn es ist jetzt ja schon fast 6 Monate oder glaube ich 6 Monate her, dass der Artikel 50 ausgerufen wurde. Ja, mehr als 6 Monate, am 19. März. Ja. Ich frage mich da immer, ob das nicht normal ist, wenn man so eine lange Verhandlungsphase hat, also lang in Anführungszeichen, aber 2 Jahre ist ja schon mal was, dass es am Anfang nicht immer wahnsinnig zäh zugeht, weißt du, und alle so auf ihrer Maximalposition bestehen und so kleine Zugeständnisse machen und dass es allen viel zu langsam geht und man ist eigentlich immer hinter dem Zeitplan hinterher, weil nur unter dem Druck am Ende sich die Leute dann bewegen. Aber der Druck ist ja heute auch schon riesig groß. Also das ist echt, im Prinzip kenne ich den Effekt, den du beschreibst, Philipp, aber in diesem Fall ist es so, dass, glaube ich, alle Verhandler vom Tag 1 an wussten, das ist in 2 Jahren kaum wirklich zu schaffen. Und dieser Vorschlag von Theresa May, gleichsam eine 2-Jahres-Übergangsphase nach dem Brexit zuzulassen, deutet ja schon darauf hin, dass sie eben auch glaubt, dass es eben gerade keinen Soft-Brexit-Agreement geben kann in der kurzen Zeit. Also das ist, ich finde es wirklich eine sehr interessante Konstellation, aber vielleicht hat ja das ambivalente Verhalten von Theresa May auch letztlich innenpolitische Gründe, denn wirklich quasi eine klare Ansage zu machen, in welche Richtung sie ihr Land führen möchte, würde ja voraussetzen, dass sie überhaupt das, wie das Herr Steinbrück mal so schön gesagt hat, dass sie überhaupt die nötige Beinfreiheit hat, ja, dass sie also tatsächlich überhaupt Vorgaben machen kann und davon ausgehen kann, dass ihr Land ihr folgen würde. Wie würdest du das denn einschätzen, Lea? Ist Theresa May eine starke Premierministerin? Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, das sehen auch alle anderen so. Sie hat ja im Juni, das hatte sie ja vorhin, glaube ich, auch nochmal angesprochen, gab es ja die vorgezogenen Wahlen in Großbritannien, wo Theresa May ja eigentlich vorhatte, ihren Machtanspruch nochmal zu verstärken. Also sie hatte vor der Wahl, war mit einer absoluten Mehrheit zu rechnen. Die hat sie dann nicht geschafft zu bekommen, weil es eben Labour geschafft hat, in diesem ganz kurzfristigen Wahlkampf noch extrem viele Wähler zu mobilisieren, und seitdem ist sie einfach geschwächt. Sie ist ja mit dieser DUP zusammen in der Regierung, und abgesehen davon, dass sie einfach keine Mehrheit mehr hat, ist es auch so, dass sie die Tories, also die Konservativen, innerlich gespalten sind. Es ist gar nicht ganz klar, es gibt da verschiedene Lager, und die sind auch nicht, haben auch nicht eine einheitliche Position, was den Brexit angeht. Okay, also bevor wir das erklären, nochmal einen Schritt zurückgehen, denn zu der Wahl und auch zu dem Brexit-Referendum. Also die ganze Geschichte des Brexit ist im Grunde aus meiner Sicht jedenfalls eine Geschichte katastrophalen Führungsversagens. Also zunächst mal hat ja David Cameron das Referendum über den Brexit völlig sinnloserweise angesetzt. Es gab ja, das war letztlich ja eine Art innenpolitische Wette. Er wollte seine innenpolitische Position stärken, indem er eine Volksabstimmung durchführt. Damit ist er in den Wahlkampf gezogen, hat die Wahlen auch gewonnen und hat dann aber die Volksabstimmung katastrophal verloren. Wie wir wissen, der Brexit ist von einer knappen Mehrheit der Briten angenommen worden. Das heißt also, David Cameron hat hoch gepokert aus innenpolitischen Gründen, aus machtpolitischen Gründen, und hat hoch verloren. Und genau das Gleiche sieht man jetzt im Grunde bei Theresa May, die die Unterhauswahlen angesetzt hat, für die es überhaupt gar keinen Grund gab. Ja? Also es gab ja keine Regierungskrise oder so. Sie hatte ja eine Mehrheit. Vor allem hatte sie ja auch gesagt, als sie an die Macht gekommen ist, das nochmal so als kleine Anekdote, dass sie das auf keinen Fall machen würde. Ach, das wusste ich gar nicht. Großartig. Und hat sie dann aber trotzdem gemacht. Genau. Also mit anderen Worten, zwei britische Premierminister in Folge haben sich katastrophal verzockt. Jetzt sitzt Theresa May da im Unterhaus und hat keine eigene Mehrheit, sondern muss sich von, ich glaube, es sind nordirische Radikale. Nationalkonservative Partei aus Nordirland, die Democratic Unionist Party heißt sie. Die hat auch sonst eigentlich noch nie, glaube ich, so viel Einfluss gehabt. Jetzt
durch diese Konstruktion. Ja, aber ja, das wiederum natürlich zusammengebunden mit dem Problem, wie löst man die Nordirland-Frage. Ne? Theresa May ist jetzt, um eine Mehrheit im Parlament überhaupt zusammenzubekommen, existenziell angewiesen an eine ultraradikale Fraktion aus Nordirland. Ne? Also schlechter kann eine Verhandlungsposition gar nicht sein. Genau. Ja, also du hattest aber gerade noch angehoben, Konflikte bei den Tories. Was ist da das Problem? Also Theresa May kann sich auf ihre eigene Partei gar nicht verlassen, sagtest du. Oder jedenfalls ist es nicht ganz einfach, die Jungs hinter sich zu scharen und die Jungs und Mädels. Ja, die meisten sind auch Männer. es ist nicht einfach, wäre noch, glaube ich, beschönigt. Es ist nämlich tatsächlich so, dass auch viele ihrer Regierungsmitglieder, zu unter anderem Boris Johnson, ihr Außenminister, einfach auch ganz klar gegen ihre Positionen sich äußert. Ne? Also der hat letzte Woche oder vor ein paar Tagen, glaube ich, in der Sun ein Interview gegeben, wo er seine eigenen roten Linien für den Brexit definiert hat. Und die stimmten eben nicht mit dem hundertprozentig überein, was Theresa May in der Florenz-Rede gesagt hat. Also er gehört eigentlich zu den Brexit-Hardlinern und sagt, England würde wieder in eine glorreiche Phase übergehen, wenn man diesen harten Brexit hat. Ne? Da spielt er ganz klar das rechte Lager an. Und dann gibt es wiederum andere bei den Tories, die eben viel mehr für diesen sogenannten weicheren Brexit sind, ne? Wo den EU-Bürgern eben auch mehr Rechte zugesprochen wird. Und ich glaube, das zu navigieren ist einfach extrem schwierig und dann auch vor dem Hintergrund ihrer geschwächten Machtposition fast unmöglich. Und im Moment findet ja gerade der Parteitag der Konservativen statt. Und da wurde jetzt auch schon von Hammond, glaube ich, gesagt, Johnson müsste zurücktreten für solche Aussagen. Aber sowas kann Theresa May dann eben auch nicht durchsetzen. Und ich glaube, das zeigt, wie schwach sie in ihrer Machtposition eigentlich ist. Aber was bedeutet denn das jetzt für die Verhandlungen mit Europa? Also bedeutet das, dass sehr wahrscheinlich die Europäische Union die Konditionen weitgehend diktieren kann? Hast du eine Einschätzung, wie das weitergehen könnte in diesen Verhandlungen? Oder ist das letztlich völlig unkalkulierbar, weil niemand weiß, was Theresa May innenpolitisch überhaupt durchsetzen kann? Also ich meine, es gibt ja so diese Idee von dieser Madman-Strategy, dass man nicht weiß, wenn das der andere macht, dann hat er einen Vorteil in Verhandlungen. Aber ich glaube, also irgendwie kommt man ja immer an Informationen, was die auch machen. Also auch so ein Parteitag findet ja nicht geheim statt. Und ich glaube, dass die britische Regierung da schon am kürzeren Hebel sitzt. Und die EU will ja letztendlich auch ein Exempel statuieren. Man hat ja Angst, dass andere Staaten sich vielleicht nicht in diesen Legislaturperioden, aber nächsten Wahlen auch für andere Exit-Optionen entscheiden werden. Das war ja dieses Jahr sowieso ein großes Thema mit Griechenland immer wieder. Und ich glaube, Niederlande, ja klar. Man will da einfach, ich glaube, dass die da verhandlungstechnisch wahrscheinlich nicht besonders große Chancen haben, außer dass sie natürlich wirtschaftlich auch eine Macht sind, ne? Also. Ja, und dann hast du ja gerade gesagt, also im Grunde ist die Verhandlungsposition der Europäischen Kommission auch so ein Stückchen ambivalent. Also eigentlich wollen sie natürlich die Interessen der europäischen Mitgliedstaaten und den Handel schützen. Auf der anderen Seite, hast du es gerade angedeutet, Lea, der Brexit muss ein Fail werden. Muss ja, es darf auf gar keinen Fall, also aus Sicht der Kommission, ne? Es muss ein Exempel statuiert werden. Jetzt mal ganz, ganz überspitzt formuliert, je schlechter es Großbritannien nach dem Brexit geht, desto besser, einfach um die Europäische Union zusammenzuhalten. Und das sind natürlich auch auf Seiten der EU-Kommission in den Verhandlungen total ambivalente Ziele. Ne? Mit anderen Worten, auf beiden Seiten sitzen Player, bei denen man nicht so ganz richtig weiß, was da rauskommt. Ich würde mal sagen, das ist fast wie Würfeln, oder? Ja. Ja. Und das wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir über den Brexit reden. Nee. Lea, ganz herzlichen Dank für den Input. Werde ich sicherlich an dieser Stelle noch öfter hören. Vielen Dank, Lea Bürgerding. Genau, wir kommen sicher noch zu anderen außenpolitischen Themen und freuen uns schon darauf, wenn du wieder dabei bist bei der Lage der Nation. Ich auch. Bis demnächst. Vielen Dank. Ciao. So, jetzt haben wir noch eine letzte Feedback-Runde. Und zwar gab es ein bisschen was, wo zum Beispiel Benjamin auf Facebook geschrieben hat, er findet den Ansatz völlig falsch, auf AfD-Wähler zuzugehen. Das seien verlorene Wähler, jetzt sollen die Parteien und die Medien sich mal um die 87% konzentrieren, die keine rechtsextreme Partei gewählt haben und dafür sorgen, dass in Zukunft nicht noch mehr Leute AfD wählen. Die Protestwähler, schreibt er, kommen dann schon zurück, wenn die SPD wieder soziale und die CDU wieder konservative Politik macht. Die Menschen haben die AfD nicht gewählt, obwohl sie rechtsextrem ist, sondern genau weil sie rechtsextrem ist. Deshalb kann man diese Wähler jetzt auch nirgendwo abholen. Was sagst du dazu, Ulf? Ich weiß es nicht. Ich bin da so ein bisschen unentschlossen, aber ich glaube, was jedenfalls gar nicht geht, ist Menschen abhaken und Menschen abschreiben. Also uns hat ja eben jemand geschrieben, 87% haben ja nicht AfD gewählt, wir sollten uns doch mal auf die konzentrieren.
Nee, das halte ich ehrlich gesagt für überhaupt keine Lösung. Natürlich werden die Leitlinien der Politik bestimmen, einfach weil natürlich diese 87% die Parteien gewählt haben, die jetzt auch Parlamentsmehrheiten bilden können. Aber ich finde nach wie vor, man kann, wenn rechtsradikale Parteien, die jedenfalls teilweise verfassungsfeindliche Ziele verfolgen, wenn die 13% der Stimmen annähernd erreichen, dann kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Also deswegen, und da muss man sich natürlich, das haben wir ja in der letzten Folge, denke ich, sehr ausführlich besprochen, da muss man sich halt fragen, was treibt die Menschen dazu, diese Parteien zu wählen? Das war das, was ich meinte, mit ernst nehmen, annehmen, zuhören, ne? Nicht die Lösungen der AfD übernehmen, aber die Sorgen der Menschen sich jedenfalls mal anhören und schauen, wie man demokratische Antworten auf diese Sorgen finden kann. Ja, also wir haben da ja auch letztes Mal schon dieses Beispiel zum Beispiel, also was braucht man? Wir brauchen, dass man jetzt den Leuten von der AfD hinterherläuft, thematisch geht nicht. Dass man den Ton annimmt und diese Mittel der Provokation geht auch nicht. Nee. Ja? Da wird man auch immer verlieren. Der Witz ist ja, das sieht man ja sehr schön, ein kleines Parallelbeispiel. Manchmal versucht die SPD Stimmen zu gewinnen, indem sie so ein bisschen Law and Order Wahlkampf macht. Irgendwie tough on crime, Sicherheit, bla bla bla. Wozu führt das? Sie setzen Themen und dann wählen die Leute CDU. Ja, wenn die Themen dann verfangen, wenn die Leute dann wirklich Angst haben vor Verbrechen, dann wählen sie halt CDU, weil das die Partei von Law and Order ist. Und genau dasselbe kann man gerade beobachten bei der CSU in Bayern, die jetzt irgendwie versuchen, der AfD hinterherzulaufen, weil sie 10 verlorene Prozentpunkten hinterherweinen. Und die versuchen jetzt nämlich, wie sie das so schön sagen, die rechte Flanke zuzumachen. Oder nehmen wir Herrn Tillich, ne, den Ministerpräsidenten aus Sachsen, der ja so ähnliche Töne anschlägt. Das heißt also, die CDU versucht jetzt, der AfD hinterherzulaufen und da irgendwie AfD-Themen zu setzen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das halte ich für strategisch grundfalsch. Ganz im Gegenteil, man müsste versuchen, diese völlige Überbetonung des Flüchtlingsproblems mal einzufangen, ne, die ja in den letzten Wochen den Wahlkampf bestimmt hat. Und ganz sicher kann die Lösung nicht sein, wie die rechte Flanke zu schließen, indem man jetzt mit einmal AfD-Thesen übernimmt. Ja, aber ich meine, das, was der Soziologe in diesem Asset-Interview auch gesagt hat, das sind in erster Linie Leute, die mit dieser Entwicklung der Gesellschaft insgesamt nicht zufrieden sind. Ne? Ehe für alle, Migranten sind das größte Thema. Weißt du, und das ist, ja, sie sind halt mit diesem ganzen Ding nicht zufrieden, wie sich das entwickelt. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Und du kannst ja nicht sagen, ja, ihr habt recht, das ist alles ein Problem, wir machen die Grenzen dicht, etc., etc., sondern du musst versuchen, sagen wir mal, vielleicht das auch, also sich das anzugucken, wovor die Leute Angst haben, und du kommst um Erklären nicht drum rum. Wir haben das letztes Mal ja schon gemacht mit der Kohle, die für die Flüchtlinge ausgegeben wird. Ich habe jetzt nochmal einen Podcast gehört, pickt.de, kann ich euch empfehlen, ist schon ein bisschen älter, von 15. September, wir verlinken das in den Shownotes, wir schaffen das, heißt da. Und da haben sich die Kollegen mal hingesetzt oder die Kollegin hingesetzt und gefragt, okay, wie ist denn das eigentlich mit diesen Unterstellungen und mit diesen Themen in Sachen Flüchtlingen, die da immer thematisiert werden, zum Beispiel höhere Kriminalität. Und da kommt halt raus, wir haben darüber auch gesprochen, ja, die Kriminalität ist gestiegen, stimmt, ja, aber durch Zuwanderung, ja, durch Einwanderer. So, aber du musst es halt schaffen zu erklären, und das hat sie, finde ich, ganz gut versucht zu erklären, wie kommt denn das zustande, wo, wenn du dir überlegst, ja, was machen wir denn damit, dann musst du genau hingucken, was genau ist denn da gestiegen, unter welchen Voraussetzungen ist es gestiegen, und dann stellst du eben fest, naja, viel der Kriminalität unter Zuwanderern ist halt unter Zuwanderern in diesen Flüchtlingsheimen zum Beispiel, oder die Neigung der Menschen, einen Zuwanderer anzuzeigen, ist viel, viel größer, als jemanden anzuzeigen, der aussieht wie du und ich. Ja, und dann gibt es natürlich auch einfach spezifische Ausländerkriminalität, keine Ahnung, Verstöße gegen irgendwelche Aufenthaltsbeschränkungen. Du darfst dann, keine Ahnung, wenn du in Brandenburg zugewiesen bist, darfst du eben unter bestimmten Bedingungen nicht nach Berlin fahren. Und so. Also die ausländerrechtlichen Details kenne ich auch nicht. Also in anderen Worten, ganz viel Dinge, die auf den ersten Blick völlig normal sind, sind mit einmal bei zum Beispiel bei Asylbewerbern strafbar. Und da kann man eben sehr schnell Straftaten begehen. Also nicht alles sind jetzt die Taten, an die wir alle denken, wenn wir hören Kriminalitätsstatistik. Ne? Nicht alles sind Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, Diebstahl oder was auch immer. So, also ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Und wir können ja nächste Woche auch nochmal drüber reden. Der Michael Seemann hat mit Michael Kreil eine Untersuchung gemacht, wie denn sozusagen diese Fake News Verbreiter sich konstituieren, was deren Motive sind und wozu Fake News und sagen wir mal so Falschmeldungen dienen. Und das ist eben ein Punkt, das ist das Problem, sie dienen eben nicht, sagen wir mal, der Wissensmehrung,
ja, sondern um wirklich schlauer zu werden, wie etwas passiert, sondern sie dienen primär der Identitätsfindung. Ja, sie bestätigen sozusagen meine Weltsicht, ja, der Stamm, wie sie das nennen. Und wenn dann halt gemeldet wird, Flüchtlinge, Kriminalität steigt, dann wird das halt nicht verbreitet, weil das irgendwie wahr oder falsch ist, sondern weil es das Weltbild, mein Weltbild stärkt und die Bindung in meinem Stamm stärkt und bestätigt. Ja, man bekräftigt quasi seine eigene politische Identität dadurch, dass man liked und shared und weiter teilt. Ja, und dass man auch diese Infos sozusagen weiterverbreitet, die deine Identität, wie sie sich nun mal konstituiert und die ist exklusiv, sie ist gegen Migranten, dann verbreitest du das halt und sprichst darüber, egal ob es wahr oder falsch ist, weil das nicht wichtig ist, sondern die Tatsache, dass du deine Identität stärken kannst, ist das Interessante und das Motiv, das zu teilen. Können wir auch nochmal verlinken, können wir nächste Woche auch nochmal ausführlicher drüber reden, ist ein langer Text, vielleicht lest ihr den auch mal, dann seid ihr auch vorbereitet für die nächste Woche. Aber die beiden haben das empirisch auch ganz gut untersucht kann man als Leseempfehlung mal rausgeben, ist sehr interessant, eben weil es sehr auch schön auf empirischen Daten beruht. Ich denke, damit haben wir ja die Lage der Nation abschließend erörtert für diese Woche. Erschöpfend und abschließend. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Lust habt und euch die Lage gefallen hat, freuen wir euch, wenn ihr uns zum Beispiel ein paar Sternchen bei iTunes schenkt. Mal wieder, haben wir länger nicht mehr darauf hingewiesen. Das freut uns wirklich sehr, wenn ihr uns da fördert. Außerdem macht es leichter, uns zu finden in iTunes, weil wir dann natürlich mit guten Bewertungen irgendwie höher gerankt werden in den iTunes-Charts. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Woche. Genau, macht's gut. Wir hören uns gegen Ende der Woche am Wochenende dann wieder. Jetzt sind wir wieder im Rhythmus. Macht's gut, schöne Woche. Tschüss.